Hallöchen und willkommen zu einem neuen Spiel. Eins, was mir geschenkt wurde, genau wie Welcome to the Game. Also, bevor ich irgendwas anderes sage, vielen, vielen lieben Dank. Und trotzdem, verdammt, seist du, weil das ist ein Horrorspiel und ich werde bestimmt wieder Herzinfarkte bekommen wie sonst was. Also, danke, aber verdamm dich, okay? Verdammung. Gemeinheit. So muss ich wieder leiden, aber auf eine gute Art. Hoffe ich. Bestimmt. Nochmal vielen Dank. Jedenfalls, das Spiel heißt Mortuary oder Mortuary. Ich bin nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Assistant. Wir sind also Angestellte bei einer Leichenhalle. Und bevor ich irgendwas hier starte, ich habe eben ganz interessant in den Optionen eine Sache gesehen, die ich auf jeden Fall höher stellen werde. Und zwar bei Spieleinstellungen, die Aggressivität des Spuksystems. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, dass das eine Option ist. Und wie ihr seht, ist sie schon hochgestellt. Die war vorher ungefähr hier, so in dem Bereich. Und ich dachte mir, für den Spaß an der Sache und für die Beängstigung stelle ich es ein bisschen höher. Ich hatte Angst davor, aber ich werde es höher stellen. Alles für euch, ja. Also, Ich hoffe, ihr freut euch darüber, während ich leide. Also stelle ich so ein bisschen so ungefähr da. Fast auf der Hälfte, aber nicht ganz, weil wir wollen ja nicht direkt übertreiben, denn ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich hatte mir das Spiel grob angesehen, mal beim Steam Shop. Und ja, ich weiß nur, Geist, Dämon, irgendwas derartiges. Und wir werden wahrscheinlich leiden. Das, ja, ich versuche ja immer möglichst blind reinzugehen. Ich freue mich. Ich könnte auch das Tutorial überspringen, um noch mehr Witze an der Sache ranzumachen, aber das mache ich lieber nicht, denn ich möchte nicht ganz sterben. Und nochmal, danke. Ja, bevor ich die Schicht starte, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, das Video wird genossen und mein Schmerz. Also, eine neue Schicht. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, nichts allzu beängstigend. So, das Spiel speichert automatisch. Wenn du dieses Symbol siehst, hast du einen Speicherpunkt erreicht. Perfekt. I'm so glad it's almost over. Congratulations, Wir sind sweetie. Thank you. 1998. I'll never understand why you chose such a macabre field, There's nothing disturbing about it. It's just that but I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've heard things about that place. Just be worried about People you. make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Nimm es! Es ruft nach dir! Nimm es! Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Okay, interessantes Intro. Ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden sahen schon gruselig genug aus. Ich glaube, das reicht schon direkt mit dem Spiel, oder? Allein schon diese Oma sah aus, als ob die uns gleich anspringen würde. Und es sah aus, als ob wir im Life is Strange Diner sitzen, ja? Also, unser Life wird strange werden in Riverfield. Ich freue mich. Anscheinend spielen wir die, ja genau, diese Dame. Wir sind Rebecca. Und Right. haben einen Talisman. Here we go. Hey, hast du deine Untertitel gegessen? Ich habe extra welche eingestellt. Ja? Nicht vergessen. Oh, wir sind direkt drin. Oh, ganz kurz, bevor wir spielen. Ganz dringend muss ich die Empfindlichkeit von der Maus hochstellen. Das war ja gerade furchtbar. Warum ist das so niedrig? Okay, das stellen wir mal ein bisschen höher. Kann ich das für die. Ist das für meine Maus? Wenn ja, dann war das echt niedrig gerade. Ich muss mal ganz kurz gucken.
Oh mein Gott. Okay, das ist mir viel zu schnell. Ups, das fängt ja schon mal super an. Okay, wir stellen es ein bisschen runter. Ich mag das nicht, wenn es so niedrig ist. Ich stelle es generell immer ein bisschen höher. Ah, ein bisschen niedriger. Aber ganz ehrlich, dieses Intro war mir schon gruselig genug. Diese Oma sah verstörend aus. Mann, was ist mit dir passiert? Die sah sehr, ich weiß auch nicht. Die hat mir Angst gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und Rebecca auch, ja? Also, vielleicht haben wir es ja verdient, hier zu sein. Kann ich wieder gehen? Nein? Aber hier ist niemand. Moment, ist das ein Kaffeeautomat am Eingang? Das war ich nicht! Okay? Warum ist ein Zettel? Das kümmern wir uns gleich rum. Ich beseitige das ja wieder. Ist okay. Wie holt mich hin? So. Oh, was ist das? Habe ich Rechtsklick? Ist das mein Inventar? Ich meine, das sind meine Hände, die da gestellt werden. Okay. Ja, wie beseitige das mal schnell wieder, bevor das jemand merkt. Ich will da reinquetschen. Komm. So. Hat niemand gesehen. Ist niemals passiert. Es gab niemals eine Kanne. Ein Becher. Dann Becher. Das ist nicht mal richtige Becher, das ist ein Plastikbecher. Wer braucht das? Was steht hier? What to expect after death? After death. Was auch immer wir expecten sollen, es wird bestimmt anders enden. Ojo, Jesus, was geht ab? Der hat bestimmt schon einiges gesehen, dieser Blick. Was hast du gesehen? Was hast du auf diesem Stuhl gesehen, Herr? Was ist da vorgefallen? Hat der Mann, der hier arbeitet, oder die Frau, die hier arbeitet, mit einem Geist rumgemacht? Hast du das gesehen? Wahrscheinlich. Gratis Naschen. Das sieht sogar aus wie diese leckeren dänischen Bonbons. Darf ich bitte? War das dänisch? War das schwedisch? Irgendwas im Norden oben. Ey, wieso geht die nicht kaputt? Hä? Hallo? Ich glaube, ich habe die Vase verbummelt. Das Spiel hat gerade angefangen und ich habe die Vase verbummelt. Hallo? Okay. War bestimmt eine teure Vase. Hat niemand mitbekommen. Können wir das umdrehen? Nein, können wir nicht. Badezimmer. Oh, wir können uns sogar sehen. Wieder ausmachen? Wieso mache ich das nicht da aus, sondern... Okay, ich frage einfach gar nicht. Wir sehen doch ganz passabel aus, aber es ist unser erster Tag, ne? Oh, hätte ich jetzt einen so besseren Anzug erwartet hier. So richtig typisch. Bevor ich mich überhaupt vorgestellt habe, erstmal die Toilettenspülung benutzen. Oh, ich kann leider das Klopapier nicht mitnehmen, das würde ich auch gerne rumwerfen. Ist so wie die Vase, die hier jetzt niemand mehr sieht. Oh, können wir Licht ausschalten? Ich komme da nicht hin. Nein, ich will Licht ausschalten! So will ich mich ankündigen, im Dunkeln, mit deinem gruseligen Lächeln. Manu! Dann halt nicht. Frechheit. Na gut, ich sollte jetzt mal hier nach vorne gehen. Das ist eine Notiz für uns. Kann ich nichts machen, ne? Okay, hier kann ich auch nicht wirklich was machen. Ich dachte, ich könnte hier alles auseinanderwerfen. Kann ich nicht? Rebecca! Rebecca, ich habe vergessen, dir das zu geben. Bitte nimm einen Stift vom Tisch und unterschreibe es. Danke, Zoe. Viel Glück. Kann ich das nehmen? Ich will nicht den Zettel nehmen. Ich würde gerne die, was ich unterschreiben soll, nehmen. Soll ich erstmal den Stift nehmen? Ach ja, mit einem Bleistift. Stift zum Unterschreiben der Papiere. Wer benutzt denn einen Bleistift, um Papiere zu unterschreiben? Das ist doch bestimmt ein Arbeitsvertrag. Ach ja, ich muss rechtsklick und dann den Stift. Ich habe es ernsthaft mit einem Bleistift unterschrieben. Mein Arbeitsvertrag. Gott. Liegt da schon eine Leiche? Hallo? Rebecca. Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Boah, oh warte, Bewegen der Toten. Verwende die Fahrtrage, indem du dich hinter sie stellst und die Interaktionstaste für die Fahrtrage drückst. Geh anschließend mit der Fahrtrage rückwärts den Flur herunter. Ich soll rückwärts runtergehen, ja. Ich verstehe warum. Wahrscheinlich, damit ich irgendwann jumpscared werde oder von hinten umgebracht werde, was ich nicht will. Verdammt. Moment, was machst du da am PC? Du bist nicht mal eingeloggt. Da steht Computer locked. Du machst doch gar nichts am PC. Warum sitzt du da und schreibst Sachen auf? Außerdem kritzelst du nur. Du schreibst doch gar nicht. Was bist du denn für ein Arbeiter? Was bist du für ein Boss?
Außerdem, ich habe noch nie so einen Mann, also einen Mann gesehen, der so richtig deutsch aussieht. Der sieht so typisch deutsch aus, wie man ihn in den Kriegsfilmen darstellen würde. Der hat diese Bankknochen einfach, die sind es einfach. Kann ich irgendwie Müll nehmen und auf ihn werfen? Mrs. Page, please. Okay, tut mir leid. Ich wollte nur ein bisschen nerven. Kann ich irgendwas nehmen und auf ihn werfen, bevor ich nerve? Hier, Biohazard-Müll. Hey, Spritzen! Mach auf! Gib mir die Schlüssel! Ja, ich glaube, ich darf erstmal nichts machen, bis ich das hier gemacht habe. Mit E? Oh Gott, diese toten, leblosen Augen. Oh, das gefällt mir gar nicht. Nee, die Kamera erstens grauenvoll hochzuschieben. Zweitens, ich kann mich nicht umdrehen, während ich das hier mache. Ich hoffe, das müssen wir nicht zu oft machen. Die Kühlung, um eine Leiche in die oder aus der Kühlung zu bringen. Öffne? Öffne das Fach mit dem Namen der Person. Ziehe das Gestell heraus und schiebe dann den Wagen dorthin. Alles klar. Ist ziemlich laut hier drin. Okay, wie lasse ich los? So. Mal öffnen. Das ist ja furchtbar. Ey, sei nicht so laut. Das ist ja furchtbar. Moment, ich muss mein Spiel leiser machen. Das tut ja richtig weh in den Ohren da hinter mir. So. Was hat das nicht viel besser gemacht? Oh, hallo. Warte, wer warst du? Dorothy. Dorothy Page. Was geht ab? So, du kannst wieder weg. Du bist uninteressant. Kann ich das direkt zumachen? Ja, wer bist du? Oswald. Wer braucht denn Oswald? Ist ja ekelhaft. Niemand mag Oswald. Da ist mir Mrs. Cage lieber. Die hat einen Bluterguss, ne? Oh, ist die Steuerung anstrengend, wenn man sich bewegen muss mit der Trage. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Ganz ehrlich, die sieht gruselig aus, Mann. Ihre Augen. Ich will nicht. Kann ich direkt kündigen, bitte? All right. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Okay, das kann ich machen. Aber, oh, Klemmbrett. Ein Klemmbrett für Formulare, um den, oh, und den Überblick über die Arbeitsschritte. Dankeschön, das kann ich gut gebrauchen. Aber ich habe eine Frage. Was genau findest du da, ja? Deine Hand ist immer noch genau da, wo sie vorher war. Und dein Computer ist zu. Das ist nicht abge, das ist nicht gesperrt. Das ist gesperrt, meine ich. Das ist nicht aufgesperrt. Was könntest du da machen? Du arbeitest doch gar nicht. Lügst mich an. Du hast mich nur eingestellt, weil du zu faul bist, das hier selbst zu machen. Außerdem, warum beginnt meine Nacht, meine, Sch meine warum habe ich Nachtschicht am ersten Tag? Nicht mal das Fenster geht auf. Mir wird hier nichts gegönnt, kein Spaß. So, wir haben ein Klemmbrett. Dorothy Page, sie ist 87 Jahre alt. Alle identifizierten Körpermale, sehr interessant übersetzt. Körpermale notieren und Körpermale in den Computer eingeben. Aber der Computer scheint ja kaputt zu sein, sonst könnte man sich ja anmelden, oder? Macht der Typ ja auch nicht. Okay, wir sollen sie also untersuchen. Wir haben ja, guck mal, man sieht hier direkt was. Untersuchen einer Leiche. Bewege den Mauszeiger über einzigartige Kerpermale, ja? Das sind Kerpermale, müssen wir auch so nennen. Wie Muttermale. Kratzer und blaue Flecken und interagiere mit ihnen, um sie auf dem Klemmbrett zu erfassen. Okay. Also, das ist schon mal eins. Das haben wir aufgeschrieben. Drehen. Ah, okay. Ah, schöne Nägel hat sie. Sehen wie frisch gemacht aus. Kam gerade von der Maniküre. Können wir sie. Oh. Okay, tut mir leid. Wir ehren deine Privatsphäre. Was war das? These old windows never stay latched. Kannst du mich sagen, dass das das Fenster war? Was willst du? Eben konnte ich daran nichts machen. Und jetzt ging das plötzlich? Das ist mir ja sehr suspekt hier. Das fängt schon mal gut an. So, hier ist noch ein blauer Fleck. Nein, auf der Seite auch nichts. Oh, sie hat Kratzer im Gesicht. Waren die eben auch schon da? Die war noch eben nicht da, oder? Ich muss, glaube ich, von vorne rangehen, aber erstmal ganz kurz hier. Da ist nichts. Was ist denn mit ihren. Oh, guck mal, für alle Leute mit dem Fußfetisch. Bitteschön, gratis Content für euch. Drehen können wir hier nicht. Lecker Füße.
Ja, da ist auch nichts. Denn der Kopfeimer. Oh, ich will ihre Augen nicht angucken. Sie riecht gruselig aus. Kommt der Dampf raus aus der Wunde? Great. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Ich finde das sehr suspekt. Du bist mein Boss. Du kannst nicht sagen, schlüpf hier hinter. Ja, das ist unangebrachte Sprache am Arbeitsplatz. Oh, ich habe gerade Candy Fluid gelesen und habe mich voll gefreut. Das ist Cavity Fluid. Das sollen wir vielleicht nicht unbedingt essen? Es ist ein bisschen eklig, wenn wir das tun würden. Hast du jetzt, du hast ihn immer noch nicht geöffnet. Du hast ihn immer noch nicht entsperrt für uns. Ist das dein Ernst? Ja? Ich kann dich nicht mal mit irgendwas abwerfen. Kann ich dich stechen mit irgendwas? Hier, ich hau dich damit. Moment. Die Schulter habe ich gar nicht. Die rechte Schulter habe ich gar nicht überprüft. Na, da ist aber auch nichts. Du kannst mich mal. Du guckst mich schon so komisch an. So, wir gehen hier ran. Anleitung Netzwerk Riverfields. Zur Eingabe von Informationen. Was? I didn't say anything. Willst du mich You all right? veräppeln? Yeah, I'm fine. Du hast doch gerade Sorry. Don't die here gesagt. Oder hast du You will die here gesagt? Was war das? Hast du mit uns gesprochen, Paige? Oder du? Raymond? Paige? Oh, ich krieg Gänsehaut. Oh mein Gott, das war richtig eklig gerade. Oh, widerlich. Ich habe mir auch keinen guten Tag für die Aufnahme ausgewählt, ganz ehrlich, weil es ist furchtbar stürmisch. Und ich kann das die ganze Zeit hören an meinem Fenster. Es ist viel zu stürmisch. So, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was da stand. Das ist toll, weil ich abgehauen bin. Dieses Aufzeichnungssystem und die Nachtschicht. Wieso ist unser erster Arbeitstag die Nachtschicht? Das ist unfreundlich. So, Name. Müssen wir das wirklich manuell eingeben? Ach, wir müssen einfach übermitteln, oder was? Ach so. Okay. So? Ja. Ach, schade. Ich dachte, wir können selber eintippen. Das hätte mir besser gefallen. So, der Kopf. Die rechte Schulter war nichts. Linke Schulter war Prellung. Linker Arm war. Was steht da? Hämangium? Ein Hämangium. Eine Prellung im rechten Arm. Am linken Bein ein Ausschlag. Und das war schon, ne? Ich glaube ja. Perfekt. So. Das wird ausgedrückt. Jetzt ist das schon wie. Noch mit Fußabdrücke. Einbalsamierungsbericht. Ein Paket mit Unterlagen des Leichenhaus. Über die Behandlung der Leiche. Vorne ablegen, damit sie auf Anfrage verfügbar sind. Ein großer Gegenstand. Also ist das hier wahrscheinlich einfach nur, wo ich hingehen soll? Das ist eine sehr gruselige Art und Weise, mir das zu zeigen, in einem Spiel, wo es um anscheinend Geister geht. Wer ist das hier eigentlich? Die sieht doch nicht mehr gesund aus. Hat er ein Bild von der Toten gemacht und die Hände zusammengeklappt? Das könnte ich mir richtig vorstellen. Der Typ war abends. Ich meine, wenn man in so einem Job arbeitet, muss man doch irgendwann wahnsinnig werden, oder? Vielleicht spielt er ja mit Leichen rum und macht so Posen und fotografiert sie und denkt sich, ha, ist das witzig. Macht irgendwann eine Jesus-Pose oder sowas. Da ist meine Vase! Oh! Will sie ja nicht kaputt machen. Sie da. Ich glaube, ich darf sie nicht kaputt machen. Wieso darf ich dich nicht kaputt machen? Was bist du denn für unkaputtbare Vase? Ist okay, dann bleib halt da liegen. So, wir tun es dahin. Hier, Time das to ist der embalm. Bericht. Das heißt, um einbalsamieren. Das ist ja das Schönste, was ich in meinem Leben mal machen wollte. Ich wollte schon immer mal eine Leiche All einbalsamieren. right. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Okay. Everything's on your list there if you need it. So, meine Liste. Kiefer mit Nadelinjektion und Ligaturnadeln verschließen. Dann die Augenkappen einfügen, um Augen geschlossen zu halten. Oh, ich will das alles nicht machen, das klingt echt widerlich. Einbalsamierungsflüssigkeit in Pumpe mischen. Da stehen die ganzen Mittel dafür. Okay, wir fangen einfach erstmal an, bevor ich alles lese. So, Kiefer mit Nadelinjektion. Das ist doch alles in dem Schrank davon, oder? Aber ich muss da ran. Hallo, Raymond. Oh, never mind. Ich habe nichts gesagt. So, die Nadelinjektion. Das sollte das sein, oder nicht? Ja, Nadelinjektion und das beim Kiefer. I'm missing something. Hä, was fehlt? Was? Was fehlt dir? Oh Gott. So. Ach so, und diese komischen Liga-Dinger müssen wir doch nehmen.
Okay, ist das da? Nee, ich habe jetzt zweimal die. Ach, ich habe die nicht mitgenommen. Das war mein Problem. Ups. Ein Skalpell. Kann ich einfach alles einpacken? Ich nehme einfach alles mit. Ach, jetzt beschwer dich noch nicht, Dame. Ja, okay. Nimm doch einfach ein Brett oder sowas zum Mittragen. Verdammt doch mal. Nein. Ich muss das nicht mit ansehen, oder? Nein, ich will das nicht mit ansehen. Oh. Wie mache ich das? Oh, ich will das nicht machen. Das ist ja widerlich. Oh, das hört sich eklig an. Bitte lass mich das nicht sehen, wenn es rausfällt. Okay, es sieht nicht so schlimm aus, wie es sich anhört. Ist das ekelhaft? Was? Oh, wir verschließen es. Oh Gott sei Dank. Ich dachte jetzt, wir müssen irgendwie das Gebiss rausholen oder so. Ist das, war das widerlich? Muss ich nicht noch was mit den Augen machen? Ich weiß nicht, ich nehme mehr Sachen mit jetzt. Achso, wir haben ja jetzt alles in der Hand. Was sollen wir jetzt machen? Augenkappen einfügen. Oh, ich bin gerade so angewidert von dem Geräusch von eben, ne? Platzieren der Augenkappen. Verwende den Mechanismus. Ja, das haben wir eben auch schon gemacht. Das kriegen wir schon hin. Ich hätte das doch lesen sollen. Ah, da, nevermind. Oh, wieso nicht? I can't use that here. Wieso denn nicht? Ich hab's draufgelegt. Okay, okay. Alright. Dann so. Okay, das war nicht so schlimm wie das mit den Zähnen. Das war widerlich. Was müssen wir denn noch machen? Was ist das? Dafür brauchen wir das doch. Das, oder? I can't hold anything else. Kann ich denn was wieder rauslegen? Inventar. Große Gegenstände werden in den Händen gehalten. Wenn du beide Hände voll hast, musst du einen großen Gegenstand ablegen, bevor du einen anderen aufhebst. Kleinere Gegenstände werden in der Tasche aufbewahrt. Durch Auswahl eines Gegenstandes wird dieser angezeigt. Können wir das hier irgendwie weglegen? Ablegen. Ja, perfekt. Wo ist das jetzt Ding? Oh, jetzt liegt das auf dem Boden. Okay. Huch. Ach so, das müssen wir alles da rein tun. Hör's doch nach mir zu werfen. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. Was? And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. Du bleib da hinten stehen, okay? Komm mir nicht näher. Ich trau dir kein Wort. Was meinst du mit Chemikalien werden falsch gelagert und springen deswegen? Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Nein. Nein. Ich glaube, ich bin schon verflucht. Ich habe Angst. Ich habe einfach Angst. Okay, ich brauche mehr. Das nächste hier rein. Bitte greif mich nicht an, was auch immer du bist, Geist. Außer du hast es nach mir geworfen. Guck mal, wie er guckt. Der ist richtig gruselig, der Typ. Boah, nee, ich würde sofort kündigen. Ich würde da nicht arbeiten, nicht mit dem Typen. Hä, wo ist das hin? Also habe ich das schon reingekippt? Oh, ich habe es gar nicht genommen gehabt. Der Typ hat mich abgelenkt. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Oh, rein da. Hör auf, mir anzugucken! Was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Einschnitt an Carotis und Drosselvene mit dem Skalpell. Es ist Schulter oder Arm? Ich habe doch das Skalpell, oder? Kann ich das darauf legen? Kann ich das bitte halten? Ich meine, ich habe es im Inventar, das geht. Ah, hier. Das sah eklig aus. Okay. Verwendung von Gegenständen. Einige Gegenstände müssen direkt auf der Leiche angewendet werden. Um einen Gegenstand zu verwenden, öffne das Schnellinventar und wähle den benötigten Gegenstand aus. Ich finde das super. Die Übersetzung ist super. Wir haben nichts in der Hand, was wir benutzen können daran. Brauchen wir das Ding? Das sieht doch aus wie sowas, was man legen muss. Und das bestimmt auch. Ich hoffe, ich habe recht. I'm missing something. Verdammt. I'm missing something. Okay, ich hatte absolut nicht recht. Brauchen wir einen Schlauch oder sowas? Hör auf, mir anzugucken. Der macht mir Angst, der Typ. Der ist gruselig. Ach hier, das Ding brauche ich. Ach, Mädchen. Kannst du das Klemmbrett wegwerfen? Das Klemmbrett, mein Gott. Ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Wie soll das denn später werden? Oh, hey!
Ach so. War das richtig? Ja, der Infusionsbeutel. Das war richtig. I'm missing something. I'm missing something. I can't use that here. Wieso nicht? Ich muss zur Maschine. Was willst du von mir, Leiche? Can't hold anything else. Ich fange gleich an zu weinen. Was ist das hier eigentlich? Was? Ich soll sie eincremen irgendwann? Okay. Huch, was war das? Ach so. Brauche ich die Schere? Arterienklemme. Anscheinend brauchte ich die. Brauche ich die hierfür? Ah, jetzt verstehe ich es. Jetzt der Schlauch. I can't use that here. I can't use that here. Oh. Okay. Dann brauche ich es eben nicht. Kann ich es anmachen? Ihhh! Oh, okay, das ist widerlich. Das ganze Blut kommt aus ihr raus. Ihhh! Wie ist sie freundlich gestorben mit dem Kratzen im Gesicht? Oh, das ist so ekelhaft. Wie lange muss ich das machen, Raymond? Ich will da nicht mehr zusehen. Oh, es wird weniger. Die Dame hat kein Blut mehr, das war's. Ich mag's nicht, wie uns das Bild da hinten anstarrt. Moment, das sehe ich gar nicht ein. Ich wollte nicht, dass es uns weiter anguckt. Kann ich das wieder abmachen? Zugemacht, perfekt. Ach, Dorothy. Ich hoffe, wir geben dir da einigermaßen gute Behandlung mit dem. Ah, bitte, bitte! Was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab viel zu spät reagiert. Was war das? Da war irgendwas Schwarzes, was Komisches, Kleines, mit roten Augen. Nee! Raymond! Was war das für ein Geräusch? Oh, ich möchte kündigen, bitte. Warte mal, ich gebe dir mein Klemmbrett. Und ich reiche meine Kündigung ein. Ist das okay? Hier, nimm meine Kündigung. Ich will nicht mehr hier arbeiten. Wieso kann ich da nicht hin? Da kommt irgendein Geräusch. Da ist irgendein Geräusch vom PC. Hör auf, mich die ganze Zeit anzugucken oder irgendwas zu sagen. Okay, ich werde jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo sind meine komischen. Die hier. Ich will ihr Gesicht waschen. Can't hold anything else. Ach, du kannst nicht mal mit deinem. Du kannst nicht mehr halten. Lass mich doch in Ruhe. Wasche jetzt ihr Gesicht und dann ist doch fertig, oder nicht? Sonst habe ich doch nichts mehr zu tun. Was? Füllen der Kerperhelen. Der Kerperhelen. Führe den Drucker bis zum Ausschlag ein, um das Einströmen der Einbalsamierungsflüssigkeit einzuleiten. Sobald diese Körperhelen voll ist. Wieso steht das da so übersetzt? Okay, wir verstehen schon, wir verstehen schon. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe gerade zerstört. Was war die Bewegung, Mann? Das hat sich schmerzhaft angehört. Oh mein Gott. Das Geräusch. Ich hoffe, das Spiel bleibt einfach so. Ich will keine komischen schwarzen Viecher mehr sehen. Ich will keine Monster sehen. Ich will eigentlich das hier auch nicht machen, weil das ziemlich widerlich ist. Aber ich weiß nicht, was ich erwartet habe von diesem Spiel. Ich meine, wir sind der Assistenz in einem Leichenhaus. Also war klar, dass sowas passiert. There we go. Es ist so ekelhaft, ne? Es ist so. Warum sind hier so viele Schritte? Soll ich rausgehen? Warum soll ich rausgehen? Kann ich nach Hause gehen? Toilette? Muss ich mal? Oh, Reinigungsbasis. Reinigarbasis. Eine Lesung, ja, mit E, von Korrosionsschutzmitteln. Mit einem Kalker mischen, um die Mischung für die Reinigung von Einbalsamierungsmaschinen herzustellen. Okay. Dann da rein. I can't hold anything else. Kann ich da nichts mehr reintun? That's not it. Hä? Moment, habe ich das noch im Inventar? Achso, ich brauche das wahrscheinlich einfach nur mitnehmen. Ist mir trotzdem egal. Ich will nicht, dass es offen bleibt. Sehe ich gar nicht ein. Ah, hierfür ist das. So, rum einmal. Einmal bitte reinigen für die nächste Sitzung. Kann das das Spiel bleiben, Raymond? Kann ich gleich nach Hause gehen? War das ein gutes Bewerbungsgespräch? Ja?
Kannst du auch mit mir reden oder so? Und nicht einfach gruselig dastehen? Ja? Nein? Ich sehe das böse Funkeln in seinen Augen. Seht ihr das? Es funkelt. Und du Viech, wo auch immer du bist, komm ruhig rein. Du kannst dir Raymond nehmen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wenn ich es hoffen lasse. Also mach ich es lieber nicht. Huch. Ach, jetzt haben wir das Tuch. Okay. Oh, die gute Dorothy. Komm, die putzen wir mal ein bisschen. Was ist das? Hör auf damit! Nein! 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 Was? Hast du das nicht gesehen? Warum stehst du da? Warum? Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Okay. Tschüss. Ich komme gar nicht mehr wieder, Mann. Nach dem, was ich gerade gesehen habe. Ich wäre irre, wenn ich wiederkommen würde. Ich kündige, Mann. Dass ich gar nicht... Ah, ich habe Errungenschaft bekommen. Wir haben das Tutorial beendet. Wow, ich freue mich. Geiles Tutorial. Raymond, Raymond hat doch bestimmt irgendwas gerochen. Ich meine, genau als sie sich verwandelt hat, hat sie... Moment, ist das dein Ernst? I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. Ich traue den Typen kein bisschen. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers. And no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Moment, ich war einen Abend da zur Probe. Was soll ich das denn direkt? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Okay, ganz ehrlich, zwei Sachen. Also erstens... Where are my keys? Okay, jetzt wo sie fertig ist. Zwei Sachen, ja? Erstens, das ist so die typische Arbeitswelt. Die hat gerade mal ihren Probetag gehabt. Nicht mal einen Tag. Die hatte eine Probestunde oder so. Die musste eine Leiche putzen. Und wird am nächsten Tag direkt gefragt, ob sie einspringen kann, weil niemand anders kommen kann. Das ist die perfekte Arbeitswelt. Genauso kennt man sie. Und außerdem... Diese Megan, sie hat ihrer Megan gerade davon erzählt, dass ein paar Dinge rumgeflogen sind, aber nicht, dass sich eine Leiche vor ihr verwandelt hat oder was auch immer das war eben. Dass sie erzählt, wie eine Vase umfällt oder so, aber nicht, wie sich eine Leiche vor ihr verwandelt. Also unsere Bäcker hat sehr interessante Prioritäten. Ich glaube, draußen flutet das so stark, wie der Regen ist. Death and Decay mit ganz vielen... Sehr gute Radiosender. Das ist alles, wofür sie das Budget haben. Immer nur der eine Song. Ich hatte mich ganz kurz erschrocken gehabt, weil auch immer von hinten so eine komische Stimme kam. So, Tod und Zerfall. Ein Buch über den Prozess und die Wissenschaft der Verwesung. Rebecca scheint ein großer Fan zu sein von ihrem Job und von all dem generell. Da sind so Schlüssel. Einbalsamierung. Ein Buch über die Geschichte der Leichenkonservierung und deren Beitrag zur Trauerbewältigung. Die Frau ist echt mittendrin in ihrem Element hier, oder? Ein paar Chips. Können wir die essen? Warum hören sich die Chips so an? Ich glaube, wenn meine Chips sich so anhören würden, würde ich sie nicht essen. Hey, da komme ich nicht an! Nein! Oh, da komme ich doch an! Oh, oh Gott, die sind geflogen. Aber ich kann sie nicht aufmachen. Meine Chips sind im Kühlschrank.
Die sind weg. Ich sehe sie, oder? Ja. Wir können Musik machen damit. Wie schön, Bongo. Okay, das reicht auch. Jetzt sind wir, glaube ich, die besten Musiker geworden. Was ist das? Wolf O's. Die habe ich vorher übersehen. Sieht aus, als wäre es abgelaufen. Was ist denn das? There's food in here. Was auch immer das ist, ich würde es nicht essen. Wenn da steht, there's food in here, dann weiß ich nicht, was ich die Marke selbst beweisen möchte. Können wir Messer mitnehmen? Zur Verteidigung? Sind unsere Haare nur so komisch oder haben wir Deko in den Haaren? Ich glaube, unsere Haare sind nur so. Ich kann kein Messer mitnehmen. Und hier? Ich kann kein Messer mitnehmen. Ich glaube, ich nehme die Chips mit und versuche... Was ist das überhaupt? Ist das Kaffee? Donut-Stuff. Boah, geil. Was steht denn da genau? Was ist das? Wir sehen, was es ist. Zeig's mir. Ist es so eine Mixpackung? Ach, dann halt nicht. Ich nehme gleich die... Achso, das ist unsere Mutter. Guck mal, die sieht doch gruselig aus, oder? Ach, das ist Oma, nicht Mutter. Sie sieht weniger gruselig aus da, als wir sie im Restaurant gesehen haben in der Cutscene. So, unsere Schlüssel. Für die Wohnung und Auto. Temporäre Gegenstände. Temporäre Gegenstände belegen keinen Platz. Perfekt. Noch irgendwas, was wir brauchen? Okay. Wir machen mal lieber das Radio aus, während wir gehen, bevor sie noch Nachbarn beschweren und wir rausgeworfen werden. Anscheinend haben wir eine sehr kleine Wohnung. Aber hey, sie ist alleine, das reicht das auch. Kann ich die Chips mitnehmen? Nein, wir nehmen Zahnpasta mit. Das ist unser Friedensangebot an den Geist. Nein, ich konnte nicht. Ich konnte nicht gleichzeitig die Tür aufmachen und die Zahnpasta tragen. Ich bin traurig. Ich wollte die Zahnpasta mitnehmen. Stell dir mal vor, da kommt ein Poltergeist oder sowas auf euch zu. Und ihr gebt dem einfach Zahnpasta oder Chips. Und macht einfach einer Freunde. Ist ja richtig gruselig ja eigentlich, wenn man überlegt. Kann ich hier wieder raus? I don't have my clipboard. Ist mir egal, lass mich raus. Ich will hier nicht mehr arbeiten. Warum siehst du das eigentlich, dieses komische Viech, was ich da verwandle und denkst dir, geil, ich will da nochmal arbeiten. Wer ist denn so wahnsinnig? Ich kann in der Hintertür nicht rein. Das heißt, wir brauchen sie bestimmt später. Was immer toll ist, in einem Horrorspiel eine Hintertür zu haben. Hallo Boss, ich bin wieder da. Und ich weiß nicht, warum ich wieder da bin. Blöde Kanne. Hä? Ich habe eine Errungenschaft bekommen, dass ich die Vase geworfen habe. Aber das habe ich doch eben schon gemacht. Lüge. Eben hat nicht gezählt mein Tutorial. Freiheit, aber habe ich sie doch geworfen. Was? Wer ist das? Was ist das für ein krankes Spiel? Du kannst die Bleistift nicht nehmen. Ich werde da nicht rangehen. Du kannst mich mal. Was ist das? Ich habe eine Vase. Das ist meine Falle. Ja? Lieber Kevin, allein zu Hause. Du kannst mich mal. Kann ich die Tür aufmachen einfach? Wer ist das? Sag mal, macht er jetzt gleich einen auf Scream? Oder kommt an mit, du hast noch 7 Tage zu leben? Bitte mach einen auf Scream. Ich sag dir auch mal, was mein Lieblingshorrorfilm ist, okay? Hi, Rebecca. Raymond? Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. Erste? I'll unlock the door in a moment. What? Warum ist das so gruselig? Listen to me. We have to start right away. I'm sorry. Wovon redest du? This isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. Du kannst mich nicht einsperren. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? Nein. We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a Staying focused will help.
Was bist du denn für Boss? Du sperrst mich hier ein und sagst mir so einen Mist. I'll call again when you get to the embalming room. Oh mein Gott. No, wait. Oh, damn it, what the fuck? Ey, jetzt hau doch noch ab. This is insane. Du Feigling. Wo bist du überhaupt hingelaufen? Da vorne ist eine Wand. Okay. This is so stupid. Geh raus. Just some hazing for the new girl or something. Ich will hier raus. Do your job. Halt die Klappe, Rebecca. Ich will raus. Wieso? Lass mich raus. Ich will die Tür aufreißen. Ich mach sie kaputt. Komm schon. Was zur Hölle? Was ist das für ein Boss? Rebecca, warum sagst du, du machst einfach deinen Job und das ist nur ein Ritual? Ich würde sofort kündigen, Mann. Was zur Hölle? Und wir haben doch Schlüssel. Wir sind doch hier reingekommen. Da können wir doch eigentlich raus. Wo ist mein Schlüssel? Warum hab ich keinen Schlüssel? Wieso ist der plötzlich weg? Ich will hier nicht sein. Manu, was ist das hier eigentlich? Eine Kiste für mich. Hier sind die Schlüssel. Der Flurschlüssel und ein alter Schlüssel. Und ein Kassettenrekorder. Kann ich mit dem Schlüssel die Tür aufmachen? Ich meine, wahrscheinlich ist er nicht so dumm, aber ich brauch doch was. That's not it. Lass mich hier raus! Du kannst mich doch nicht einsperren. Ich habe Arbeitsrechte, okay? Ich rufe den Anwalt an morgen früh. Verdammter Typ. Was ist das? Verdammte Kanne. Kaffee brauche ich auch nicht mehr. Wo ist unser Rekorder? Wo ist der hin? Ich habe den doch aufgesammelt. Ach da. Nehme ich was auf? Okay. Das bringt mir nichts. Ich weiß nicht, ob ich gerade aufnehme oder nicht. Es beruhigt nicht, dass wir hier die Sachen untersuchen können. Was steht da? Ne, irgendwelche langweiligen Sachen, die wir nicht brauchen. Was ist das? Eine Sicherung. Och nö. Das heißt, irgendwann geht der Strom bestimmt aus. Ach Mann. Okay, hier ist nichts weiter. Na gut, dann behandeln wir das halt wie einen ganz normalen Arbeitstag. Unser Arbeitgeber sagt, wir sind besessen und dass wir... Waren die Hände vorher nicht auf der anderen Seite? Hat das Bild sich verändert? Oder bin ich jetzt nur paranoid? Hat das Bild sich verändert? Waren die Hände nicht auf der anderen Seite? Mann, was haben wir eigentlich für einen scheiß Arbeitgeber? Toilette ist alles okay. Wie sehen wir aus? Wir haben noch dasselbe an wie gestern. Kein Wunder, dass er uns einsperrt. Der mochte unseren Kleidungsstil nicht. Dachte sich, eine kurze Jacke und ein weißes Shirt, während ich mich mit Leichen kümmere. Während ich mich um Leichen kümmere. Ganz furchtbare Idee. Quitting tomorrow. I mean, who does something like this? Danke, Rebecca. Wenigstens ein normaler Gedanke. Oh, ich dachte gerade, da kam was runter. Außerdem, wo ist der Typ hingelaufen? Hier ist doch eine Wand. Ist er aufs Dach geklettert? Ist da diese komische Stange da oben? Er beobachtet uns bestimmt durch die Wand. Was willst du? Ich habe schon genug Probleme. Du kannst mich mal. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you. Ach, ich erschrocken. A physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Was? Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. Du kannst mich mal. Du hättest mir gar nicht. Wieso stellst du Menschen ein, wenn du weißt, dass sowas passieren kann? Whatever. Just be the professional one. Grab a body and get started. Ruf doch die Polizei und sag, der Wahnsinnige hat die eingesperrt. Mini-Kassette. Verdammter Typ, weißt du, der sagt, er macht das seit Jahren und stellt trotzdem neue Leute ein. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names.
forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. Okay. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Kann ich nicht einfach bei jeder Leiche rausfinden, was das Objekt ist und einfach alle verbrennen? Das wäre doch viel simpler. Kann ich das nicht? Ach Mann. Das ist noch eine Kassette. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known. Oh Gott. Allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Zu kritzeln? Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Das hört sich überhaupt nicht gruselig an oder so. Ein Klemmbrett. Oh mein, da soll ich nicht raufmalen oder soll ich da auch raufmalen? Nee, denn das da? Da komme ich nicht an. Moment, ich muss mir das Notepad einmal holen. Was soll denn das? Was ist das für ein Arbeitgeber, Mann? Hier, das Ding. Also soll ich da raufmalen einfach? Okay. Ich weiß zwar nicht, das da unten macht mir ein bisschen Angst, weil alles ist hier gleichermaßen und dann ist dieser kleine Punkt, aber sieht aus wie eine normale Kritzlung. Ich sehe das gar nicht ein, ich werde die Tür nicht zumachen. Wenn hier irgendwas auf mich wartet, kann mich das mal. Okay, wir müssen also unseren Job einfach weitermachen. Wir haben doch einen Schlüssel bekommen. Ich kann das hier nicht benutzen. Ah. Was ist das denn? Wie, was meinst du? Scheiß drauf, du brauchst das. Dieses Gewitter macht noch mehr. Oh, okay. Nochmal, danke für dieses Spiel. Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen passiv aggressiv war. Ach, Mano. Okay, da ist noch eine Kassette drin. Was hast du mir noch zu sagen, Raymond? Okay. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Okay. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Boah. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Okay. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. Okay. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Ich werde mir das nachher nochmal anhören müssen. Das war sehr viel Input und sehr viel, ich war sehr innerlich sehr abgelenkt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich zwischendrin dachte, die Tür war auf. Mit Q verwenden wir das. Oh, es dampft. Also wenn irgendwas ne... Es brennt. Hier vielleicht? Es hat aufgehört.
Atom. Okay. Also ist hier irgendwo so ein Zeichen. Und wo? So viel zu dunkel. Okay, ganz ehrlich, gerade bereue ich, dass ich eine höhere Einstellung gemacht habe bei den... Oh, bei den Geistern. Oh. Ah, ich habe, glaube ich, gar keinen Stift hier bei mir. Habe ich einen Stift hier irgendwo? Wieso habe ich einen gelben Stift? Was bringt mir der denn? Den kann ich doch gar nicht sehen auf Papier. Verdammt. Okay, Ich nehme das Gelbe einfach und hoffe, dass das... Das gehört. Das hat sich angehört wie jemand, also wie Schritte. Ich nehme jetzt einfach mein kleines Heftchen hier und reiße mir dann Zettel raus. So, einmal raus. Na komm. Ey, jetzt ist schwach. Dein Zettel abgerissen. Einmal Stift ist runtergefallen. Sag mal. Okay, nochmal. So, abgerissen. Das sieht aus wie ein... Ich höre Schritte. So. So, ich hab's aufgemalt. Wie sehe ich Schritte? Mann! Bleib bloß zu. Kann also auch in Schränken und sowas sein. Das ist ja ekelhaft. Whatever. Just grab a body and get started. Was willst du? Ich hab grad was auf... Lass mich an den PC! Whatever. Lass mich an den PC! Ich hab doch grad was aufgeschrieben. Verdammte Frau, dann gehe ich halt noch nicht an den PC und hol mir erstmal eine Leiche. Okay. Okay, alles wird gut. Es wird alles gut enden. Nichts wird passieren. Das ist nur ganz normaler Leichenraum. Und hier ist eine Tür. Kann ich da raus? Nein, kann ich nicht. Ich habe vergessen, den Wagen mitzunehmen. Jemand weiß ich, wenn ich jetzt rückwärts gehe, da wird nichts passieren. Denn wir haben schon nachgeguckt. Hauptsache nichts mehr im Schrank. Wir nehmen die Trage mit. Auch wenn es schwer ist, nach oben zu gucken. Criminal Building. Habt ihr auch gerade Augen im Schatten gesehen vorne? Shit on me. Ich hab... Oh, ich krieg Gänsehaut. Oh mein Gott, okay. Wir fangen ganz vorne an. Ist noch alles gut. Wir kritzeln genau wie vorher. Hallo, kann ich ihn bitte ziehen? Oh. Oh, ich mag das Ziehen gar nicht. Ich muss rückwärts gehen dafür. So. Moment, wer ist das? Das ist Sean Lindsay. Okay, Sean. Guck mal, der lächelt doch so nett. Das ist doch bestimmt ein Netter. Der lächelt uns an, der will uns nichts tun. Der freut sich über die Behandlung. Guck mal, seine Füße wackeln so ein bisschen. Der wird sich doch freuen über die Behandlung. Da wird nichts Schlimmes passieren. Ich mache hier gefälligst ganz schnell das hier zu, das sehe ich gar nicht ein. Okay, dann überprüfen wir ihn. Wir haben unser Klemmbrett. Ach ja, das machen wir so. Okay, dann gucken wir. Ich sehe hier nichts. Ah doch, sein... Das ist der Bauchnabel, ne? An seinem Arm war was. Warum ist Licht aus? Hallo? Bitte geh wieder an Licht. Oh, okay. Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Kann ich gehen? Bitte. Was? Nein. It's fine. What? Das ist nur der Dämon. No, I'm just seeing things. I need to get back to work. Oh mein Gott. It's fine. Ich will trotzdem gehen. Was war das denn? Oh, ich kann gehen. Nee, Moment. Oh, ich würde so gerne gehen, aber wenn ich jetzt gehe... Was ist, wenn das schlecht endet? Wegen... Er meinte, sonst nimmt der... Er meinte, der Dämon nimmt uns sonst ein. Ich kann mir doch niemand erzählen, dass sie nicht gruseliger wird, oder? Die ist doch gruseliger geworden. Mann, oh.
Ich kann nicht mal gehen. Also ich könnte gehen, aber wenn ich gehe, dann wird der Dämon schlimmer. Ich will nicht. Weh, du machst es nochmal. Ich dachte, du bist voll der Freundliche. Du hast gelächelt. Ich dachte, du machst mir kein Problem. Stattdessen willst du mir nur Angst einjagen. Screw this. I'm getting back to work. Mano. So stupid. Ich hab nicht gedreht, oder? Ich kann nicht drehen. Oh, ich hasse es. Ich hab Gänsehaut. Oh, das ist richtig eklig gerade, ne? Ah! Dieses Spiel! Sag mal, was hat denn der für Krankheiten? Warum hat er überall so komische Löcher? Was ist denn mit dir passiert schon? Hat dir jemand wehgetan? Wurdest du umgebracht oder was war los? Hier ist niemand, okay. Boah, nee. Oh! Du kannst mich mal mit deinem toten Blick. Hast du verdient, da zu liegen? Mann. Okay. Kann ich es eintragen? Ja. Aufzeichnungssystem. Wir haben Sean. Er ist 29 Jahre alt. Mann, ist der Mann früh gestorben, der Arme. Aber ganz ehrlich, das hat er verdient. Der war ekelhafter. Ah. Nein, das habe ich als falsch angegeben. Rechter Arm. Rechtes Bein. Und linkes Bein. Oh nein, linker Arm. Ups. Okay. Müssen wir das gleich nach vorne tun? Hauptsache, es passiert nichts mehr. Jetzt gib mir das Ding, verdammt! I need to file the copy up front. Es hat was geklopft. Was hat denn geklopft gerade? Ich werd wahnsinnig. Okay, wisst ihr was? Wir sind jetzt einfach mutig. Okay. Oh, ich kann Licht ausmachen. Schneid das hier drin? Oh ne, das sind nur die Partikel. Bitte bring mich nicht um. Was hat da gerade geklopft? Okay, ich bin mutig. Wer ist da? Niemand? Okay. Oh, ich habe richtig Gänsehaut gerade. Ei, meine Arme, die sehen sehr prickelnd aus. Das geht gar nicht. Ich mag nicht mehr. Time to embalm. Ja, Zeit zum Einbalsamieren. Ich freue mich. Schon, du bist doch bestimmt ein ganz Lieber. Du willst also nichts tun, oder? Hier ist auch nichts. Okay. Du bist doch bestimmt ein ganz Lieber. So, können wir erstmal sein Gesicht reiben oder müssen wir das als letztes machen? I can't use that here. Ist hier okay? Ich wollte nur gucken, ob das schon geht. Darf ich das noch nicht benutzen? I can't use that here. Okay, ich muss tatsächlich warten bis später. Okay, alles noch gut. Alles gut. Oh, ich mag das nicht. Warum ist das so eklig? Mann, okay. Erst die Maschine war das, ne? Nee, die Maschine war später. Was kam als erstes nochmal? Wo ist das Klemmbrett? Kiefer. Der Kiefer war als erstes. Wo sind die Nadeln? I already have one of those. Ja, ist ja okay. Du hast schon einen davon. Skalpell? War das das, was wir brauchten? Das brauchten wir später, ne? Was ist das? Das sind die Augenkappen. Wo ist denn das, was wir brauchen? Ein Schlüssel? Ein großer alter Schlüssel. Wo auch immer wir den jetzt für gefunden haben. Ach, hier ist unsere Zugangskarte. Na geil, danke. Oh, meine Tür ist offen. Nein. Ich hätte die Geisteraktivitäten nicht höher stellen dürfen. Das macht mich noch mehr fertig. Okay, Rebecca, Raymond hat mich gebeten, die restlichen Materialien für die Einbalsamierung nachzufüllen. Aber er ist so geheimnisvoll, dass ich gefühlt täglich andere Anweisungen bekomme. Tut mir leid, wenn nicht alles wie immer ist. Zoe, PS, könntest du ihn bitten, mich nicht mehr Zoe zu nennen? Niemand nennt mich so. Wo ist der Unterschied zwischen Zoe und Zoe? Egal, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Zoe echt existiert, wenn ich ehrlich bin. Oh, noch Schlüssel. Ersatzschlüssel für das Leichenhaus. Also können wir auch abschließen, theoretisch. Raymond, ich brauche wirklich einen Schlüssel für die Falltür draußen. Was ist eine Falltür draußen?
Der Reiniger geht zur Neige und du hast gesagt, dass da unten welcher ist. Ich weiß, dass du nicht willst, dass jemand darunter geht. Warum will er das nicht? Aber ein Zweitschlüssel würde alles einfacher machen. Ach, Mann. Boah, sieht der Typ gruselig aus. Was ist denn das für ein Bild? 7530, das müssen wir uns merken, ne? Was ist das für ein Bild? Was in der Hölle? Der Typ ist, glaube ich, besessen oder so. Das sieht... Oh, das war gerade Raymond, oder? Das war doch gerade seine Stimme. Okay, okay. 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 I'm missing something. Was fehlt mir denn? Ich habe schon wieder das ganze Tutorial vergessen. Ich bin fertig mit meinen Nerven, Mann. Nein, ich brauche kein Methanol. Das Ding brauche ich. Nein, das brauche ich nicht mal. Das Ding brauche ich. I already have one of those. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Das brauche ich tatsächlich, glaube ich. Ja, das brauche ich tatsächlich. Also muss ich das nochmal machen? Ist das eklig? Oh, es ist so widerlich, das zu machen. Ich bin froh, dass man nicht mehr sieht. Ich höre Schritte hinter mir. There we go. Und ich will gar nicht wissen, was im Keller ist. Wenn du schon gesagt hast... Hör auf mit dem Gewitter! Okay. Augenkappen als nächstes. Das kriegen wir hin. Die waren hier irgendwo unten, ne? Das war die erste. War das erste Fach? Nein, das zweite Fach. Ah, doch. Ah, ganz unten waren die doch. Never mind. Okay, die hat bestimmt guten Witz gehört oder so. Das klang. Was passiert hier? Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich habe Angst. Alright. Ich habe absolut Angst. Oh, okay. Ich hätte das nicht höher stellen dürfen. Können wir die Brust machen? Nein. Müssen wir ihn erstmal ausbluten lassen? Ja. Was? Reagenz im alten Schrank? Okay. Okay. Ich will nicht zum Eingangsbereich. Oh, ich habe richtig Gänsehaut gerade. Das ist richtig. Das ist schlimm. Das ist furchtbar. Okay. Okay. Ab zum Badezimmer. Ich traue der Frau nicht. Die sieht doch anders aus. Es kann mir niemand erzählen, dass sie normal aussieht. Jesus, steh mir bei, bitte. I can't hold anything else. Warum habe ich denn keinen Platz? Weg damit! Nein! Hör auf damit! Das ist jetzt unser Sicherheitsalarm. Wenn hier jemand reinkommt, wisst ihr Bescheid. Nein, fall doch nicht runter, ich brauch dich! Danke. Oh, ich hab so Gänsehaut. I can't use that here. Eine furchtbare Entscheidung, die Geisteraktivitäten ein bisschen höher zu stellen. Schreckliche Entscheidung. Okay, alles gut. So, wir brauchen das. I can't hold anything else. Ich vergesse die ganze Zeit die Reihenfolge. Okay, wir brauchen erstmal das. Das kommt da rein. Dann das. Nee, warte, das ist alles dasselbe, ne? Dann das. Hör auf damit! Oh. Ich sehe da nichts, oder? Mann! Alles gut, wir machen einfach weiter wie vorher. Habe ich das nicht aufgehoben? Brauche kein Bleichmittel. Das brauche ich. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen.
das ein Zeichen darstellen? Ich weiß es nicht. Alles gut, wir machen weiter wie vorher. Oh! Nein! 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 Ich hätte das nicht höher stellen dürfen. Nein! Alles gut. Alles gut. Reicht das? Da kommt noch was rein, ne? Okay, ich muss mal ganz kurz. Alles gut. Ich beruhig mich. Puh. Was kommt dann noch rein? Es ist nichts passiert. Es ist nichts Schlimmes passiert. Die Bleichmittel kommt da nicht rein, ne? Nein. Das kommt da auch nicht rein. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Kommt das da rein? Doch, Methanol kommt da rein. Aber den Beutel habe ich gerade. Na, das ist nicht gut. Okay, alles in Ordnung. Ich fühle mich zwar richtig unwohl gerade, aber es passt. Ich sollte auch aufhören, solche Sachen nachts aufzunehmen. Hallo? Warum habe ich eigentlich aus Reflex das Fenster aufgemacht? Oh nein! Das Ding hat sich verändert. Oh, ich weiß nicht, ob wir schneller sein müssen oder so. Wieso war das denn noch nicht alles? Ich dachte, ich habe alles. Die Reagenz im alten Schrank. Was für ein alter Schrank? Das Ding? Ja, das Ding. Warum überhaupt? Ich dachte, das müssen wir noch machen, wenn wir am Ende wissen, wer es ist. Ich brauche Schlauch und so. Ist es da? Ich glaube, die Schere ist ganz gut schon mal. Habe ich das Ding nicht schon im Inventar? Nee, habe ich noch nicht. Was soll ich als nächstes machen? Einschnitte mit der Drossel wie ein Skalpell vornehmen. Ein Skalpell habe ich schon in der Hand. So, einmal aufschneiden. Ach, sieht immer so ekelhaft aus. Was? Das klang viel zu real. Was hat er gesagt? Already died? She's? Ist der Käse schon gestorben? Hä? Ich bin froh, wenn es die Tür zu ist, wenn ich hier schon so komisch sitzen muss. Bitte komm nichts von hinten. Bitte, 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 bitte komm nichts von hinten. Das brauche ich nicht. Okay, alles noch gut. Wo sind denn die Sachen, die ich brauche? Hier unten, oder? Ja, das ist so ein komischer Schlauch. Oh, ich habe so Angst. Okay. Der Schlauch. Kann ich nicht. Was muss ich denn noch benutzen? Was war denn das noch? Das ist das Tuch. Das brauche ich noch nicht. Das brauche ich auch nicht. Oh, da ist ein... Oh. Oh, oh, warte, 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 warte. Da ist ein Code. Und auf dem... Von ihm stand auch ein Code drauf. 7530. Nein, ich habe keine Zeit. Ich bin beschäftigt. Mann, okay. Hallo? Ich weiß nicht, wer das was war, aber nein. Einfach nein. 7530. Geht das nicht? Hä? Hä? Ja, 7 5 7 5 3 0. Was willst du von mir? Ich dachte, das wäre richtig. Wo kriege ich die restlichen Sachen her? I can't hold anything else. Brauche ich das? Brauche ich diesen komischen... Ich brauche den Beutel, ne? Ich mache einfach ganz normal meinen Job. Wenn wir den Job machen, dann passiert schon nichts. I can't hold anything else. Der kann ja gar nichts passieren, dann ist alles gut. Das legen wir mal ab. Da wird uns nichts passieren, alles wird gut enden. Wir kommen hier lebend raus. Ich würde gerne was trinken. Okay. Frisch getrunken, läuft doch direkt viel besser. Oh, Moment, Moment. Ich wollte ja das einmal füllen.
dem Infusionsbeutel. Perfekt. Und jetzt kann ich doch... I'm missing something. I can't use that here. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich leer mache, was passiert. Ich brauche mal ganz kurz dieses komische Ding hier. Alles läuft noch gut. Nora, ist alles okay? Was ist denn in der Nachtschicht drin? Okay, wir haben deinen Code. Ah, Moment, bevor wir da gucken. Ich habe echt Angst, wenn wir Lärm machen hier. Was mache ich jetzt? Verschwindet er nicht? Wieso tust du mir das an? Was willst du? Wo bist du? Oh, hier drin. Amber. Okay, Amber hat ein Zeichen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeichen nachher erkennen kann. Ich hab verdammtes... gelbe Farbe. Oh, ist da hinter uns ein Schatten oder ist das mein eigener Schatten? Ja, das ist mein eigener Schatten. Mann! Warum muss ich mich damit... Warum muss ich damit klarkommen? Warum? 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 Warum habe ich dieses Spiel? Warum? Warum wurde mir das angetan? Warum ist das so gruselig? Ich dachte, das Spiel geht nur darum, Maushilfe zu leisten oder so und nicht so extrem. Ich hätte nicht mehr Geister-Sachen einstellen sollen, mehr Aktivität. Das ist zu viel. Too much. Einfach too much. There we go. Ist er jetzt fertig? Wo ist mein Brett? Ich habe das nicht. Habe ich das nicht irgendwo hin? Die Tür war vorher nicht offen. Oh, du kannst mich mal. Nein, du kannst mich mal mit dieser Tür. Ich wurde einfach gestalkt gerade. Weißt du, ich will es einfach ignorieren, das ist gar nicht passiert. Wo ist mein Klemmbrett? Ich hab's doch hier unten hingeworfen. Ist das jetzt verschwunden? Muss ich da jetzt rausgucken? Hast du mein Klemmbrett geklaut? Hast du? Da ist nichts mehr für uns drin, außer Leere und Traurigkeit. Wo ist mein Klemmbrett? Ach ja, hier habe ich das hingeworfen, ne? Nee. Wo habe ich das hingeworfen? Ich meine, das ist ein großer Nachteil davon, wenn man Sachen einfach auf den Boden wirft. Kann ich nicht empfehlen. Ich höre schon wieder Stimmen. Ich verzichte. Danke. Ich weiß nicht, wofür ich eine Sicherung gerade eingesetzt habe, aber okay. Ich sehe noch normal aus, oder? Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich sehe noch normal aus. Alles gut. Wo ist mein Klemmbrett? Wo ist es denn? Ich habe es auf den Boden geworfen. Wurde mir das geklaut? Können Geister mein Klemmbrett klauen? Hätte ich das nicht loslassen dürfen? Ich wollte eigentlich gar keine Schere, aber okay. Ich glaube, ich muss sowieso noch sein Gesicht abwaschen, okay? Dann müssen wir uns das halt merken. Jetzt habe ich es ruiniert. Hauptsache, hier kommt nichts mehr, was irgendwas von mir will. Ist er fertig? Muss ich nichts mehr machen?
Oh, das Reinigungsmittel. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich würde gerne nach Hause gehen. Wieso tust du das da nicht rein? Alles gut. Boah, mir ist gerade schlecht. Boah, das ist furchtbar. Okay. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Mein Ding ist nicht da. Ich will die Datenbank gucken. Okay. Die Nachtschicht-Datenbank. Diese Datenbank ist eine Sammlung meiner Erkenntnisse zur Verbannung begehrlicher Dämonen. Die Geschichte des Dämonischen und die Werkzeuge, die ich bei meinen Studien gefunden habe. Jahre voller Reisen und Recherchen über die verbleibenden Relikte wurden hier erfasst. Die Navigationsleiste oben rechts führt zu den folgenden Unterbereichen. Geschichte des Dämonischen, Sigillen der Dämonennamen, Erkennen der dämonischen Besitzergreifung und Werkzeuge zum Kampf gegen dämonische Kräfte. Fahrt zur Dämonenbannung. Balsamiere die Leiche mit dem speziellen Reagenz aus dem Schrank ein. Ach, die Reagenz muss da noch rein. Versuche die dämonischen Sigillen mit Hilfe der Offenlegungsstreifen aus dem Schrank zu finden. Gleiche die gefundenen Sigillen mit den Dämonennamen in der Nachtschichtdatenbank ab. Erstelle das Mal entsprechend dem Namen des Dämons. Achte bei allen. Ist ja gerade im Hintergrund was passiert? Weißt du was? Egal, egal. Ignorieren's. Achte bei allen Leichen auf dämonische Aktivitäten. Bei unserer Leiche hier ist ja schon zweimal was passiert. Unter Umständen kann es notwendig sein, eine bereits einbalsamierte Leiche erneut herauszuholen und auf Veränderungen zu untersuchen. Platziere das Mal auf der Leiche, bei der du davon ausgehst, dass sie besessen ist. Verbrenne diese Leiche im Kremationsofen, bevor die Besessenheit überhand nimmt. Ich frage mich, ob wir eine Art Zeit haben. Eine Zeitbegrenzung? Ich hoffe nicht. Geschichte der Dämonen. Seit ich zum ersten Mal mit dämonischen Entitäten in Berührung gekommen bin, habe ich mich der Erforschung aller Möglichkeiten gewidmet, um ihre Versuchungen der Besitzergreifung zu unterbinden. Meine Reise hat mich auf der Suche nach Antworten in alle Teile der Welt geführt. Ich habe festgestellt, dass keine der Religionen ein vollständiges Verständnis des Dämonischen hat. Während einige Teile in verschiedenen Interpretationen zu treffen, sind viele Aspekte ungenau oder einfach unbekannt. Ich habe zusammengetragen, was ich in verschiedenen Archiven und Relikten gefunden habe. Nichts davon ist für die Verbannung wesentlich, aber dieses Wissen kann dennoch von Nutzen sein. Wiedererlangte Sprache. Was steht da? Viertel Aderlass, die Hallen der Hölle und die geringen Geister. Gehen wir mal auf die Sprachen. Ethnische Texte und Sprache. Ethnisch, oh, nicht ethnisch. Ethnisch ist eine seit langem tote Sprache, die bei der Verbrennung der Bibliothek von Alexandria verloren ging. Nur eine Handvoll religiöser Schriftgelehrter kannte die ethnische Texte und die gesprochene Sprache. Nach der Brandkatastrophe wurde das wenige, was bekannt war, aufgezeichnet und versteckt, um es zu schützen. Ethnisch wurde als ätherische Sprache bezeichnet und man glaubte, dass sie das Werkzeug der Engel zur Kommunikation mit den Menschen sei. Nur wenige haben Zugang zu den noch vorhandenen Dokumenten erhalten. Ethen und Antahen, dämonisches Ethen, die Verbannung des Satans aus dem Himmel und sein Hass auf Gott waren die Ursache für die Erschaffung der entweihten Sprache Antahain. Die Aufzeichnungen dieser Sprache wurden mit den restlichen Überlieferungen des alten Ethen kombiniert, um mehr über die antike Sprache zu erfahren. Im Folgenden sind alle Übersetzungen aufgeführt, die ich finden konnte. Format Ethen Antahain Übersetzung. Für einige Wörter gibt es schlichtweg kein Äquivalent, sodass die Angabe NA zu finden ist. Gibt es ein paar Beispiele, die wollen wir jetzt aber nicht alle durchlesen. Es folgen Aufnahmen von Antahen, das durch die Münder der Verstorbenen gesprochen wurde
und dass ich aufzeichnen konnte. So wie die Übersetzung dazu. Das ist absolut gruselig, dass die Leute dazu aufnehmen konnten. Also er meint die Leichen, ne? Ja, oh Gott. Possem, Kostrisch, Kue. Ich werde dein Blut der Sünde trinken. Ich will das mal hören. Das ist absolut nicht gruselig oder so. Okay, und er saß da und hat das aufgezeichnet. Und fand das okay? Ich wäre abgehauen. Ich habe mir die Hosen gemacht und wäre abgehauen. Bete in meinem Namen. Vielleicht können wir darauf achten, falls der Dämon mit uns spricht, ob wir was raushören können. Fürchte die Ankunft meines Hauses. Glaub mir, das tue ich schon. Das tue ich sehr sogar. Und bei dem ersten waren wir, ne? Haben wir da alles gelesen? Nee, haben wir nicht. Hüttel Adalas. Tolles Bild. Wie so ein Spucknapf, nur mit Blut gespuckt. Wenn die Kirche jemanden für schuldig befand, eine Sünde begangen zu haben, die die Vergebung Gottes überstieg, konnte der Beschuldigte für seine Sünden büßen und wieder in den Genuss der Gnade Gottes kommen, indem er sich einer Reinigung von der Sünde unterzog, die als Hüttel Adalas bekannt ist. Dabei segnete ein Priester das im... Das ist nicht passiert gerade... Okay, wir sind gerade am Lesen, Geist, bitte. Dabei segnete ein Priester das im Sünder verbliebene heilige Blut, bevor die Pulsadern an den Handgelenken aufschnitt und das verbliebene Blut der Sünde, das sogenannte Kofris, frei in die Urne fließen ließ. Also im Prinzip wie alle anderen Segnungen, die von Gott nicht mehr durchgeführt werden könnten. Jemand wurde umgebracht oder gefoltert. Das Blut wurde abgelassen, bis der Beschuldigte schwach wurde. Man glaubte, dass diese Schwäche darauf zurückzuführen war, dass der Körper von der Last der Sünde befreit wurde. Mein Gott, waren die Leute damals dumm. Man nahm an, dass die Menge etwa ein Viertel des Blutes des Sündigers betrug. Anschließend wurde das Kofris verbrannt, da man annahm, dass sein Blut teils menschlich und teils dämonisch war. Hat der Mann das denn überlebt? Oder die Opfer allgemein? Ich kann mir das nicht vorstellen. Oh, ich wollte weiterlesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es übernimmt, wenn sie gewartet haben, bis man schwach wird. Die Hallen der Hölle. Als Satan und seine Anhänger in... What? Was? Können wir uns das... können wir nochmal auf die Schrift gehen? Und gucken, ob wir das erkennen konnten? Was war das? Hüschne? Huf? Oder so? War da irgendwas, das wir verstanden haben? Verdammt, nein. Wisst ihr was, so wenn ich das weiterlesen möchte? Ich mache es jetzt erstmal nicht und spare es mir auf, um danach nochmal weiterzulesen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, hier voranzugehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen sehr Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, wo denn dein verdammtes Klemmbrett ist. Ich habe so nur... Hi? Oh, gut, dass wir nicht weitergelesen haben. Ich werde erstmal nicht lesen. Kann ich das nicht dann machen? Brauche ich noch irgendwas? Oh Gott, wo ist mein verdammtes Klemmbrett? Wo ist das denn hin verschwunden? Das kann doch nicht einfach weg sein. Ich gucke jetzt hier nach. Hab ich das, wo hat mir das geklaut? Können die Geister mir hier Sachen klauen? Ich meine, das lag auf dem Boden. Und plötzlich ist es nicht mehr da. Ich verstehe es nicht. I can't hold anything else. Da liegt es! Das war aber im Dunkeln versteckt! Wie fies! Oh, es hat sich schon wieder verändert. Oh mein Gott, wir müssen wirklich besser vorankommen. Ihn zu machen! Ah, okay, Klemmbrett. Reiniger im Schrank, in der Toilette. Zusammenmischen. Also war ich ja doch richtig, aber hab's nicht zu Ende geführt. Ach, verdammt, ich hatte gehofft, dass ich das nicht muss. So, ich werde das jetzt hier hin tun. Wir merken uns, da liegt die Reagenz. Das nehmen wir mit. Und ich gehe jetzt und wehe, mich erwartet da irgendwas. Mich wird hier nichts erwarten. Außer eine abgeschlossene Tür. Und die Tür ist auch zu. Bitte nicht.
Oh mein Gott, diese Psychospiele hier. Ich kann die Tür nicht zumachen. Was ist das? Wieso? Wieso? Wie weit fortgeschritten ist mein Wahnsinn schon? Hallo? Was ist das? Lass mich hier raus! Oh mein Gott, ich will gehen! Na! Bitte lass mich! Oh! Lass mich! Die Wände sind zu! Bitte lass mich! Bitte lass mich! Ich will hier raus! Was ist das? Was ist dieses Spiel? Oh! Ich hab's geschafft! Was war das gerade? Oh, ich hab so Gänsehaut. Oh, ich mag das gar nicht. Puh. Ich kann gerade nicht mehr. Ich muss auch vor allem wieder da raus. Ich muss ja zu dem Badezimmer. Draußen ist auch nichts, ne? Oh, Gott sei Dank, wir sind wieder hier. Alles okay. Die Frau guckt uns immer noch gruselig an. Was war das gerade, Mann? Ah, wir haben es richtig gemacht, okay. Und irgendwann ist Tankreiniger bestimmt leer und dann müssen wir... Hat sie ja gesagt, can you help me? War das ein kleines Mädchen? Weißt du was, egal, du bist auf dich selber gestellt. Ich habe anderes zu tun, tut mir leid. Ich habe gerade keine Zeit dafür. Puh, ich mag nicht. Halt so ein Ding lieber bei mir. Das da hinten war aber auch vorher, ne? Die habe ich doch nie zugemacht, die Tür hinten, oder? Boah, ich glaube, ich werde langsam schon wahnsinnig. So, jetzt die Feuchtigkeitspflege. Bitte greif mir nichts von hinten an. So, ein bisschen sauber machen. John, war das da richtig? Das war der Name? Ich glaube. Nice. Erstmal will ich gucken, ob da was ist, weil die Tür war vorher nicht zu. Die habe ich doch niemals zugemacht. Wir holen John und gehen rückwärts, was immer die beste Idee ist, wenn man glaubt, dass man gerade verfolgt wird. Rückwärts nach hinten. Weißt du, wenn wir keine Angst zeigen, dann wird doch nichts passieren. Wir haben keine Angst. Und wieso ist meine Kamera so komisch? Alles gut, wir haben keine Angst. Also schon würde ich schon mal sagen, ist verdächtig, seine Leiche. Denn bei ihm sind zwei Sachen passiert, während wir ihn untersucht haben. Jetzt haben wir wieder Amber, ne? Aber haben wir Amber nicht schon fertig gemacht gehabt? Das ist gar nicht Amber, wer ist das? Ich muss gleich gucken, ich muss das mal wegnehmen. Erstens ist Amber und zweitens, was soll das? Bin froh, dass ich wenigstens da nicht rückwärts gehen muss. Nur ist die Kamera so anstrengend. Alles ist gut, Amber. Wir kümmern uns um dich. Es wird nichts passieren. Ich hätte schon lange die Polizei gerufen oder wenigstens jemand, der mit mir hier ist. Und mit mir zusammen leidet, falls irgendwas passieren sollte. So, wieder untersuchen einmal. Das machen wir ganz schnell. Da ist was. Da hinten ist auch was. Können wir gleich gucken. Fuß können wir nicht drehen. Alles ist okay. Nichts Schlimmes passiert hier. Die hat zwar ein paar Eiterbeulen und so, aber die Pickel können wir bestimmt irgendwann für sie ausdrücken. Gehört alles mit zur Pflege. Achso, ich habe gar nicht gedreht. Das muss ich nochmal machen. Da ist nichts. Ich höre Schritte. Es ist mir egal. Hier ist nichts. Alles ist gut bei der Frau. Nichts Schlimmes, ein paar Kratzer. Alles gut. Ich kann mir nicht merken, was wir machen sollen. Reihenfolge. Wir müssen jetzt erstmal eintippen. Keine Sorge, ich werde nicht ewig reden. Danke. Das habe ich ja meine Lektion gelernt.
Ein Tag zwei. Wieso haben wir denn nur zwei Einträge? Muss ich nicht noch mehr machen eigentlich? So, Name. Die ist 30. Die ist auch jung gestorben. Warum sterben die alle so jung? Vielleicht Abschürfung. Prelle an der linken Schulter. Am linken Bein sind Flecken und ein Muttermal am rechten Bein. Habe ich was falsch gemacht? Linke Schulterprellung. Rechter Arm und linker Arm ist nichts. Muttermal am rechten Bein und Fleck am linken Bein. Ach, habe ich das falsch eingetragen? Ich glaube, ich habe es falsch eingetragen gehabt. Also wenn ich das nur mache, damit fühle ich mich wohl. Kann ich das einfach... Oh, ich dachte, da steht jemand am Fenster. Das war der Arm davon. Ich bin schon so paranoid, ne? Ey, was bist denn du? Oh, weißt du was? Du kannst mich mal. Ich tritt dir jetzt ins Gesicht. Seht ihr? Komm her. Ja, komm her. Du hässliches Viech. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich werde keine Angst zeigen. Das hat mir übrigens sehr viel Angst gemacht, aber das sehe ich gar nicht ein. Du kannst mich mal. Was war das? So ein komisches Krabbelfiech. Wie ekelhaft war das? Wir müssen einmal... Oh, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Was müssen wir jetzt machen? Wieso steht denn da immer noch Körper? Achso, wir müssen erstmal den Bericht wegbringen. Stimmt. Das macht mich fertig, dieses Spiel. Ich komme schon ganz durcheinander. So. Jesus, du hilfst uns immer noch, richtig? Ich hoffe doch, du hilfst uns. Ich will hier nur ganz schnell wieder aus dem Flur raus. Ich mag das nicht. Also das war das schlimmste Viech bisher. Ein komisches Krabbelviech da hinten. Also ich ignoriere auch die Geräusche. Alles ist gut. Nichts wird mir was... Unsere Leiche ist weg. Unsere Leiche ist weg. Amber? Okay. Wir hatten bei Cho zwei Aktivitäten. Bei Amber eine. Ich habe schon wieder furchtbare Gänsehaut bekommen. Danke. Ich weiß, die Behandlung ist nicht schön, Amber, aber ich wäre dir trotzdem sehr dankbar, wenn du nicht abhauen würdest, okay? Ich möchte das genauso wenig machen wie du. Wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Kandidaten, die das Monster sein können. Das ist toll. Das schließt die Sache nicht ein. Oh, ich bin so paranoid, das ist furchtbar. Die Augenkappen... Also, wir machen einfach weiter. Wir arbeiten einfach. Es passiert uns nichts, wenn wir fleißige Arbeiter sind. Wäre besser, wenn wir nur eine Kamera hätten zum Aufnehmen, denn wir wissen alle, dem Kameramann passiert nichts. Und ich wäre gerade der Kameramann. Entschuldigung, wo sind wir? Sind das Drogen? Sind wir in einem Junkie-Haushalt? Ist es unser altes... Haus oder was ist das? Yo, like behind the building place. Your dad is a total fucking loser. Ran down to the beach in just a sec. Grab your kid and get down. Your party's gonna start without you. Ich glaube, auf die Party will ich nicht gehen. So haben wir mal gelebt? Sind das wir? I'm missing something. Was meinst du? I'm missing something. Mir fehlt gar nichts. Ich will gehen. Soll ich die Drogen mitnehmen oder was? Heroinbesteck. Ach, das ist ja süß eingepackt dafür, dass es Heroinbesteck ist. Wundervoll. Würde ich auch so verstecken. Mädchen, ich bin froh, dass du clean bist, aber was ist das hier? Die Arme. Ich hoffe zumindest, es ist sie, weil dann wissen wir, dass es ihr mittlerweile wieder besser geht. Soll ich die Spritzen noch mitnehmen, oder? Erstmal mitnehmen. Das geht nicht. Hä, kann ich jetzt gehen? Ah, ich brauche nichts mehr. Oh mein Gott, lass mich raus. Ich werde da trinken. Lass mich raus. Oh, wer ist das? You did this to me. Was habe ich getan? Your fault. Was war das?
nicht. Was? Warum sagt die Leiche, wir haben das getan? Was war das? Okay. Ich glaube, es wird Zeit, wieder zu skribbeln. Oh ja, es ist schlimmer geworden. Okay. Ich brauche kurz eine Sekunde. Oh mein Gott, was ist das, Sarah? Sehr ekelhaft aus. Okay. Okay. Ich kann gerade nicht mehr. Mein Herz, das wird zu viel. Oh, ich habe richtig Gänsehaut. Das ist gar nicht schön. Das Spiel ist viel schlimmer. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was ich bisher gespielt habe. Kann ich das nicht benutzen? Okay, dann schmeiße ich es raus. Da liegt es halt auf dem Boden. Sie zeigt da hinten. Muss ich da wirklich hingehen? Ach Mann. Oh, es ist ein langer Gang. Oh, da hat irgendwas geblinkt. Da auch. Ah, das ist das Licht. Okay, alles ist gut, ist nur Licht. Oh, eine Wand. Kann ich mich weiter um sie kümmern? Bitte? Ich will da hinten nicht reingehen. Das Licht ist aus. Ich habe Angst. Ich will da nicht reingehen. Ich gehe rein. Ich habe Augen zu. Okay. Alles gut? Oder ist nichts Schlimmes passiert? Mussten wir doch nicht reingehen? Warum zeigt sie denn immer noch darauf? Da ist doch nichts. Oh, ich habe sehr das Gefühl, dass sie unser Geist ist. Das ist bestimmt unser böser Geist. Nee, das kann nicht sein. Brauchten wir das Zeug nicht? What? People make up stories. Nein! Scary things to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. Rebecca, das ist ein Zeitpunkt, wo du die Polizei rufst. Ob du jetzt stirbst oder nicht, du solltest hier nicht wenigstens nicht alleine sein. Immerhin darf ich jetzt weitermachen. Ich muss kritzeln. Okay, noch ist nichts verändert. Nein! Ich war der PC so laut? Hab ich die nicht aufgehoben? Ich nehme die vom Boden, dann vergesse ich die nicht. Ich brauche noch Methanol. Habe ich das nicht eben in der Hand gehabt? Ist das Methanol? Ist nicht Methanol. Das war die Bleiche. Wieso passiert denn hier in 2 Sekunden? Weißt du was? Komm her! Ich schlag dich! Ich spuck dich an! Ja, komm her! Du kannst mich so rum! Ich wollte dich schlagen und nicht du mich! Mann, das ist ein Spiel! Ich will das nicht mehr spielen! Warum? Ich will das nicht mehr spielen! Nein, ich will auch nur meine Arbeit machen! Hier, Methanol! Ich mache nur meine Arbeit! Warum passiert? Ich hätte das nicht höher stellen dürfen! Es passiert viel zu viel die ganze Zeit! Viel zu viel. Wir brauchen ein Skalpell. Es passiert viel zu viel.
Moment, wir haben die Klemme in der Hand. I can't use that here. Wieso kannst du das nicht benutzen? Auf einen, die reingezoomt war. Richard. Okay. Alles ist gut. Können wir einmal zeichnen? Alles ist gut. Noch ist nichts Schlimmes passiert. Also, ja, aber alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Puh. Ich kann gerade nicht mehr. I can't hold anything else. Warum kannst du nichts halten? Ach, ich habe das Tuch eben aufgehoben und nicht das Ding. Mein Gott, ich komme nicht mehr klar. Ich habe es verschwiegen. Okay. Ich mache mir gleich in die Hosen, ey. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich will doch nur meine Arbeit machen. Ich will doch nur arbeiten. Ich glaube, das ist der Körper sein wird. Bei ihr passiert bisher sehr viel. Bei ihr passiert wirklich sehr viel. Okay. Sollen wir schon mal den Reiniger holen? Mach ich gleich. Ich weiß nicht, ob wir die Maschine, wenn wir die zu lange lassen, ob es irgendwas Schlimmes macht. Wisst ihr, ich habe nicht mal Zeit, um das zu lesen, was da noch im PC drin steht. Es passiert viel zu viel. Ach, wir haben nicht mal eine Narbe hinterlassen. Wir sind Profis. Sehr schön. Lass mich in Ruhe. Ich mache nicht umsonst die Tür zu. Ich bin beschäftigt, okay? Ich hab... I'm missing something. Ich will da gar nicht arbeiten. Was brauche ich denn jetzt noch? Infusion. Das war das. Okay. Alles ist gut. Mir geht's gut. Der Leiche geht's gut. Hinter uns ist nichts. Es wird nichts passieren, während wir das hier machen. Nichts. Alles wird gut werden. Ich zitter auch überhaupt nicht oder so. Boah, ich zitter gerade echt. Ich dachte, das Spiel ist gruselig, aber doch relativ harmlos. Und nicht das, was es gerade ist, wie jetzt 2 Sekunden kommt Jumpscare, der mich zum Heulen bringt. There we go. Reiniger. Jetzt müssen wir den Reiniger holen. Bitte lass mich in Ruhe, warum er hier ist. Ich will nicht mehr spielen. Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Die Frau guckt immer noch so. Jesus, bitte. Hilf mir doch. Ich will nicht mehr. Was war das für ein Viech? Das war mit eines der schlimmsten Viecher, wenn ich ehrlich bin. Das war furchtbar. Das war nicht schön. Das war einfach nicht schön. Ich fühle mich in dieser Ecke hier sicher. Die Ecke ist schön. Aber sonst... Ay, ich zitter. Oh. Mir ist kalt geworden. Vor allem der Gänsehaut. Okay. Reiniger im Schrank. Das machen wir gerade. Und da kommt gleich die Gesichtspflege. Nicht rangehen, bist du wahnsinnig. Okay, die Gesichtspflege einmal. Wir putzen ihr Gesicht, auch wenn wir das kaum sehen, weil die Hand da immer noch vor ist. Die aussieht, als ob sie uns Mittelfinger zeigen würde. Alright. Party? Natürlich müssen wir sie jetzt zurückbringen. Oh, und die... Ist das schlimm, dass es direkt dahinter ist?
Och, Mancho, du warst doch eben dran. Du bist jetzt nicht dran, okay? Oh. Sein Kopf. Ich glaube, er will unbedingt noch mal dran sein. Das hat so schön rausgeguckt gerade. Okay. Das Schöne ist, eigentlich muss ich mir keine Sorgen machen. Es passieren zwar die ganze Zeit Jumpscares, aber bisher sind wir körperlich nicht verletzt worden. Vielleicht kann ich ja gar nicht sterben. Ich werde die ganze Zeit nur gemobbt. Mehr ist das nicht. Das ist nur ein schlechter Witz. Mehr ist das nicht. Ich wollte nicht näher an sie rangehen, danke. Ich wollte loslassen. Oh. Ich habe mich selber in die Ecke gesperrt. So, Amber haben wir. Bei Amber war nicht alles okay. Ich glaube, Amber ist es wahrscheinlich. Okay, das war gerade gruselig. So, Amber ist es vermutlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, ich habe gerade so Angst. Wer ist das? Alexis. Eine Dame. Hier hat einen französischen Mann erwartet, bei dem Namen. Okay, es wird alles gut. Es wird alles gut. Alles gut. Oh, ich habe so Angst gerade. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. So, ihre Zehen sind ein bisschen... Weißt du, das sind keine schönen Füße. Ist da was? Nein, ich glaube nicht. Die anderen Füße waren so schön rot, genau wie hier. So die Zehennägel und so, die waren so schön rot bei der anderen. Bei der hier ist nicht so schön. Mal drehen. Hier ist nichts. Ist hier irgendwas? Ja, am Rücken diesmal. Das erste Mal, dass was am Rücken ist. Habe ich was übersehen? Ah, die Hand. Okay, jetzt können wir es eintragen. Ein ganz normaler Arbeitstag. Gar kein Problem. Niemand wird uns umbringen. Niemand wird uns versuchen, weh zu tun. Es wird alles gut enden. Es wird uns nichts passieren. Diese komischen Viecher an den Wänden und so, die existieren alle nicht. Das ist nur unsere Einbildung. Nichts wird uns was Böses tun. Rein gar nichts. Absolut rein gar nichts wird uns wehtun. Oder auf uns warten. Oder hier ist doch alles gut. Nichts wird uns wehtun. Wir nehmen schon mal so ein... Draußen ist nichts, ne? Nein. Okay, das war nur das Licht. Das passiert schon mal bei so einem alten Gebäude. Ich kann es nicht benutzen. Wieso kannst du das nicht benutzen? Das ist doch genau das, was ich machen soll hier. Kann ich das nicht benutzen, weil ich das später machen soll? Wegen Jumpscares und so? Danke. Ich hätte gehofft, ich könnte vordenken, aber nein. Jesus, beschütze mich endlich mal. Oh, das wollte ich nicht. Ich will einfach nicht mehr. Ich will einfach nur meinen Job machen und dass mich alle Leute in Ruhe lassen. Das wäre doch schön. Lassen mich einfach meine Arbeit in Frieden machen. Dann können die Geister ruhen. There we go. Ich weiß nicht, was die Dämonen von mir wollen. Ich mache doch nichts Schlimmes. Ich arbeite doch nur wie ein friedlicher Mensch. Ich bin eine Bereicherung für diese Firma. Nein, es ist gerade nichts passiert. Warum machst du das? Ist doch alles okay, Rebecca. Alles ist okay. Bin ich wahnsinnig? Oh mein Gott, es bilden sich Kreise. Ich glaube, wir müssen echt schneller sein. Ich glaube, ich bin zu langsam. Jetzt müssen wir die Pumpe machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich aber bin... Oh, ich bin sowas von zu langsam. Oh, ich bin zu langsam. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin zu langsam. Irgendwas mache ich nicht richtig. Wir kritzeln noch mehr. Das ist nicht gut. Ich muss mich ganz dringend beeilen. I can't use that here.
Ach so, ich war zu weit daneben. Ich mag nicht. I can't use that here. Habe ich schon aufgehoben? Anscheinend ja. Was brauche ich noch? Formaldehyd. Okay, alles gut, wir machen das. Ich weiß, ich werde langsam wahnsinnig, aber wenn wir schneller sind, vielleicht hilft uns das. I'm missing something. Vielleicht ist das Problem, dass wir so langsam waren und deswegen werden wir wahnsinniger und deswegen sterben wir. Ja, mein Skalpell, wir können uns wehren, falls so ein Viech ankommt. Alles gut, wir machen das. So, wir machen die Klemme. Und dann die Schläuche. Jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ich würde gerne mehr Trinkpausen machen, aber ich habe echt Angst. Okay, ich habe es geschafft, ohne dass was passiert ist. Ich glaube, nächstes Mal stelle ich mir so einen Becher direkt vor mir mit einem langen, ganz langen Strohhalm. Oder so diese Hüte, die man auf dem Kopf trägt, wo Strohhalme zu deinem Mund gehen. Dass man die einfach nur tragen muss. Dann weißt du zwar nicht, wo mein Headset hin soll, aber ich muss ja nichts hören. Diese Sachen hier muss ich alle nicht hören, die passieren. Das sehen reicht, glaube ich, vollkommen aus. Ja, das sehen reicht vollkommen aus. Da bin ich mir sicher. Das reicht vollkommen aus. Es reicht. Vollkommen aus. Vollkommen aus. Okay. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so richtig extrem Angst habe in einem Spiel. Das ist gar nicht mehr witzig. Das ist mir viel zu viel gerade. Das ist viel zu viel gerade. Ich ertrag das nicht. Ich ertrag nicht, wenn noch mehr passiert. Wir müssen das unbedingt lösen. Ich glaube, Amber ist es. War das Amber die zweite? Ja, ich glaube ja. Amber ist es, glaube ich. Bei der ist am meisten passiert bisher. Von dem Körper, der sich bewegt hat oder der irgendwas gezeigt hat. Die wird sein. Ich habe schon wieder einen Schritt gehört. Ich habe Angst. There we go. Jetzt die Toilettenreiniger, den ich ja nicht holen durfte vorher. Wer weiß warum. Okay, guten Tag, Jesus. Das ist eine Frechheit, dass ich das vorher nicht machen durfte. Ich darf mich nicht vorbereiten. Muss ich da rausgehen? Ich muss da rausgehen. Jesus, wünsch mir Glück. Bitte. Ich habe mich erschrocken von der eigenen Vase, die wir darauf gelegt hatten. Ist das die Tür zu dem Apartment? Oh mein Gott. Oh, das erinnert mich sehr an Silent Hill. Okay. Nein. Was auch immer das für eine Tür war, einfach nein, da will ich nicht hin. Mach mir die Tür zu. Nur weil es ein Albtraum ist, heißt nicht, dass wir uns wohlfühlen müssen. Dass wir uns nicht wohlfühlen können, oder? Können wir baden gehen? Was steht da? Snön? Ich kann es nicht lesen. Wir können anscheinend nicht baden gehen. Oh! Hol die Schläuche am Bett. Hol die Nadel aus dem Bad. Finde das Feuerzeug. Hol den Löffel von dem Couchtisch. Finde den vollen Beutel auf der Küchentheke. Ich sehe da keinen Löffel. Was ist das denn, Löffel? Kann ich ihn nicht aufheben? Ich kann nichts aufheben. Muss ich doch rausgehen? Ich glaube, ich muss hier hingehen. Das geht nicht. Aber ich konnte noch nicht. Moment, ich will die Tür wieder zumachen. Ich traue der Sache nicht.
Rollebeutel auf dem Küchentheke. Aber ich kann dir doch nichts nehmen. Oder liegt es daran, weil ich was in der Hand habe? Warum macht das Sinn, dass ich was in der Hand habe? Das steht ja nicht, ich kann es nicht nehmen, weil es voll ist. Hä? Ich kann nichts nehmen. Was soll ich machen? Was willst du von mir, Spiel? Ich kann nicht... Ich kann nichts nehmen. Und ich kann hier auch nicht raus, ne? Hä? Aber ich kann doch gar nichts nehmen. Finde das Feuerzeug. Hol die Schläuche am Bett. Ich bin verwirrt. Ich kann doch nichts. Oh, doch, doch, doch. Schläuche. Moment, das aber, warum kann ich die Löffel nicht mitnehmen? Ist das nicht der Löffel? Das sieht aus wie so ein verbogener Löffel. Das ist doch ein verbogener Löffel. Wieso kann ich den denn nicht nehmen? Die Nadel aus dem... Kommt das nacheinander? Oder ist das in irgendwelchen Ecken, dass ich das nicht gesehen hatte? War die schon immer da? Nadel? Das Feuerzeug finden. Hier ist das Feuerzeug. Den Löffel. Kann ich den jetzt nehmen? Ah, es ist nacheinander. Deswegen konnte ich die nicht nehmen. Vollen Beutel auf der Küche. Ja, das ist nacheinander. Deswegen ging das nicht. Bitte komm nicht wieder dieses Krabbelvieh von eben. Wir machen jetzt aber nicht... Nein, Mädchen, mach das nicht. Ich weiß, diese Realität hier gerade ist sehr einladend dazu, das zu machen, aber mach es bitte nicht. Oh, da ist schon wieder die Frau. Wer ist diese Frau? Die hat doch bestimmt irgendeine Bedeutung. Ich muss mich beeilen. Oh, ich muss mich ganz dringend beeilen, meine Aufgaben hier zu machen. Das geht nicht. Ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer, weil wir so lange brauchen. Das ist nicht okay. Wir machen jetzt Speedrun. Danach kommt die Feuchtigkeit. Wir machen Speedrun. Es fehlen nur noch zwei Leichen, oder? Ey, da ist schon wieder Licht aus. Du machst mich aggressiv. Ich mache jetzt Licht hier an und habe jetzt keine Angst davor. Siehst du? Uns hier noch zwei Leichen danach. Oh, das ist gar nicht gut. Wir haben noch zwei Leichen. Ich glaube immer noch, es ist Amber. Ich denke, es wird Amber sein. Bei ihr ist halt echt am meisten passiert. Oh, mit der Leiche direkt. Okay, du kommst mit. Bitte lass nichts hinter mir sein. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Boah, das ging auf einmal voll schnell. Ist das Amber, die gerade gelacht hat? Oh, es ist sowas von Amber. Ich glaube echt, dass es Amber ist. Hä? Unsere Leiche ist nicht da. Die beiden haben keinen Namen mehr. Hä? Aber es gab doch... fünf. Was ist diese Musik? Was ist das? Warum wird es schlimmer? Was ist das? Soll ich abhauen oder so? Was ist das? Was soll ich machen? Ich verstehe nicht.
Das ist doch alles wie vorher. Hä? Ich hab den Typen verbuggt. Ich hab den Typen verbuggt. Ah nein, jetzt geht's wieder. Hier vorne war so ein... Nee. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Die Musik macht mir Angst. Und ich hab den Typen verbuggt. Was ist denn los? Ich verstehe es nicht. Was soll ich machen? Sind das irgendwie meine letzten Minuten, die ich gerade habe? Und den Typen, wieso kann ich nicht wieder reinschieben? Ich hatte den. Was soll das? Warum ist das Geräusch gerade so laut? Warum ist die Musik so komisch? Irgendwas ist nicht richtig. Oh, irgendwo hier ist so ein... Irgendwo hier ist so ein, Die Tür war doch offen. Sind wir so langsam gewesen? Sterben wir jetzt? Hier drin. Eine 5. Ich kann die anderen Zeichen nicht mal mehr lesen, die ich aufgeschrieben habe. Na, so halbwegs. Geht noch. Wieso ist das da hinten zu? Warum ist die Musik so extrem? Und wir müssen unbedingt gucken. Ist das das Zeichen? Wo sind die Zeichen? Wo ist die Zeichen-Website? Oh, wenn ein... Eine dämonische Identität anwesend ist, kann das Gefäß, in dem sie sich niedergelassen hat, Körpermale aufweisen, die zuvor nicht zu sehen waren. Oh! Der erste, den wir nicht mehr reinschieben konnten, ist unser Dämon. Das ist doch passiert, während wir da waren. Die Musik dann so extrem. Ich glaube, ich muss da hinten hingehen. Was willst du? Es reicht. Oh, ich glaube, wir sterben, oder? Waren wir zu langsam? Oh mein Gott, waren wir zu langsam? Waren wir? Leben wir noch? Where am I? Was? What happened? Raymond? Waren wir zu langsam? What are you doing? Sorry. This is the only way. Was machst du mit uns? Nein, wir haben unser Grab vorgesehen. Nein! Raymond! Seriously? Was? Raymond! Oh mein Gott, wir haben verloren! Oh mein Gott! Hör auf zu lachen! Was soll das? Wir haben verloren. Wir waren zu langsam. Wir haben tatsächlich... Wir waren zu langsam.
Aber dabei habe ich mir doch erahnt, welches... Oh. Ich bin verloren. Rebecca ist tot. Was steht da? Das Folgende basiert auf realen paranormalen Ereignissen? Weißt du, ich kann damit leben, das nicht zu wissen, dass es auf realen Ereignissen basiert. Was, wenn du nach dem Spielen dieses Spiels ungewöhnlich Vorkommnisse in deinem Zuhause feststellst oder plötzlich Veränderungen in deinem Verhalten oder deiner Angehörigen bemerkst? Wende dich in die Kirche. Wir haben verloren. Wir sind gestorben mit Rebecca. Nicht mal, wir sind weggesperrt worden in ein hölzernes Grab, was wir am Anfang sogar gesehen haben. Also war das, was wir gesehen haben, unsere Zukunft? Wir hätten niemals den Job anfangen dürfen. Wow, okay. Ich habe nicht erwartet, dass dieses Spiel... also das Spiel ist sehr gut, muss ich sagen, aber das Spiel ist... Ich weiß nicht, wie oft ich das spielen kann. Das war furchterregend. Das war wirklich furchterregend. Ich habe so oft Gänsehaut bekommen. Ich könnte gerade heulen. Das war wirklich, das war zu viel. Das war einfach zu viel. Ich habe immer noch Gänsehaut. Die ist nicht mehr weggegangen, seit ich sie jetzt erstmal bekommen habe. Okay. Ich, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt euch genauso erschrocken wie ich und seid mental gerade genauso fertig wie ich. Danke nochmal, dass ich dieses Spiel geschenkt bekommen habe. Ich werde dieses Geschenk nicht vergessen. Und ich kann nicht mal mehr reden. Ich werde es nicht vergessen, weil es sehr nett war und weil du mir gerade, glaube ich, das schlimmste Erlebnis, was ich in Spielen hatte, was ich jemals in Spielen hatte, gegeben habe. Danke. Gegeben hast. Ich kann nicht reden. Das ist jetzt vorbei. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und falls ihr paranormale Aktivitäten zu Hause merkt bei euch, bitte wendet euch an eure Kirche oder an meinen Kommentarbereich. Ich bin da für soziale Unterstützung. Denn ich brauche sie jetzt auch. Danke fürs Zusehen und gute Nacht. Ich hoffe, ihr könnt noch schlafen danach heute. Bis dann.